hier wird schon abgecheckt, hier geht's direkt los. Hier geht's direkt los, ja. Kennst du die beiden eigentlich schon? Uli, weißt du, wer das ist? Ja, steht ja zum Glück da. Also den Nils kenne ich, weil der sitzt ja immer neben mir. Den Nick habe ich auch schon kennengelernt, natürlich. Stefan Hoppe habe ich auch kennengelernt, der saß schon nebendran. Den Alexander Di Bello kenne ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht, so ganz persönlich. Der Alex, der ist einer unserer Nationalspieler. Ja. Der kommt ursprünglich aus Remscheid, wohnt jetzt in Köln. Und hat sich mal den Stefan Hoppe geschnappt, der ja noch einer, ich sag jetzt mal, der unerfahrenen Leute auf den großen Turnieren sind, aber schon viele gute Ergebnisse erzielt hat. Und der Alex hat gesagt, komm, wir spielen mal zusammen und gucken mal, wie es läuft. Alles klar. Mal schauen. Das ist auch mutig, oder? Also du ja jetzt auch, ne? Mit ganz neuem Doppelpartner. Ja. Hier so ein Turnier loszulegen, ohne also, dass man im gleichen Verein spielt und sich so mal so ein bisschen kennt. Das geht schon, ne? Also der Leonardo, der ist halt wirklich einer der absoluten Topspieler einfach auch der Welt. Also ich auf jeden Fall in meinem persönlichen Ranking so einer der Top 3 Torhüter. Ich wollte immer schon mal mit dem spielen und habe 2016 bei der Weltmeisterschaft auf Leonard im Finale gegen den gespielt. Habe auch verloren und im Doppel und am nächsten Tag stand er im Einzel wieder im Finale. Oha. Also der hatte auch so seine aufstrebende Zeit zu der Zeit, wo ich gut geworden bin. Und wow. Ist einfach ein überragender Spieler und bin da ganz dankbar. Da fragt gerade jemand, wie es aussieht. Wie der Turnierbaum und so ist. Ja, da haben wir gerade noch ein paar kleine Probleme. Aber das können wir euch nachher auf jeden Fall auch noch zeigen. Jetzt sehen wir erstmal hier. Aber es gibt keinen Link, ne? Zu dem Fass hier? Nee, es gibt diesmal keinen Link. Tisch ein bisschen lauter machen. Ja, das können wir machen. Das liegt daran, dass letztes Mal durch die Tausenden von Klicks das alles zusammengebrochen ist, oder? Ja, das war letztes Mal eine wirkliche Katastrophe, ne? Also, wir haben so viele Leute hier in unserem Kanal gehabt und dann ist der Fast-Server aufgrund der alten Technologie einfach mal in die Knie gegangen und hat sich nicht mehr restarten lassen. Da musste der Techniker erstmal dran und alles neu machen. Aber wir können euch hier immer wieder die Updates, ne? Das kriegen wir hin und da. Ja, das kriegen wir hin. Und zwischendurch können wir auch mal rüberschalten. Das organisieren wir. Gibt uns ein bisschen Zeit. Wir haben gerade den Stream zum Laufen bekommen und nach dem ein oder anderen Plugin, was installiert wurde, aber dann doch nicht beim Stream funktioniert hat. Und jetzt läuft es, Gott sei Dank. Ich quatsche so viel. Es steht immer noch 1-0 für Alex und Stefan. Was ist das für ein Tisch? Ja, ich glaube, da können unsere Mods das mal zeigen, was das für ein Tisch ist. Ein Ulrich-Tisch. 2-0. Ja, und apropos Tisch, Uli, gibt es da nicht was zu erzählen? Darf man das schon verraten? Ja, klar. Das ist doch erst morgen. Klar. Ja, ist morgen, aber doch, das geht. Für euch. Wir machen ein Gewinnspiel. Wir haben tatsächlich von der Firma Ulrich einen Tisch zur Verfügung gestellt bekommen, den wir verlosen dürfen unter euch Twitch-Viewern. Morgen, am Sonntag. Das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen und morgen gibt es genaueres. Aber ja, ihr dürft gespannt sein. Es gibt einen Tisch zu gewinnen für euch zu Hause. Genau, also wir verlosen einen und jeder, der unserem Kanal folgt und ich glaube mindestens 60 oder 90 Minuten, da müsste ich unser Mod-Team mal fragen, geschaut hat, kann den Tisch gewinnen und Sonntagabend machen wir das dann. Ja, sehr cool, ne? Dass die alle mitmachen. Der war früher blau-schwarz. Ja, wahrscheinlich wurden die Farben ein paar Mal geändert. Das ist jetzt auf jeden Fall der Ulrich Tournament, heißt der, ne? Genau, das ist der Ulrich Tournament und oh, schwupp. Kommt der Anschluss vom Unschwupp-Tor. Das ist so ein Uli-Kommentar eigentlich. Ja, Unschwupp. Ja, ist ja noch Vorrunde, ne? Genau. Man darf auch nicht so tun, als wäre das nicht so wichtig, aber nachher in der K.O.-Runde, da geht es natürlich um alles. Ne? Das sind jetzt auch zwei, also muss man jetzt auch sagen, das sind zwei Doppel. Das sind zwei Doppel hier, die hier spielen. Da gehe ich fest von aus, dass die beide am Ende der Vorrunde auf jeden Fall im Profifeld landen. Und beide Teams? Beide Teams. Beide sehr gut. Auch wenn ich glaube, dass der Stefan und der Alex zusammen hier vielleicht ein bisschen bessere Chancen haben. Meinst du? Müssten wir morgen machen, schließen wir mal Wetten ab oder na, gegen Abend. Nee, Doppel ist ja heute, wird ja heute bis zum Finale gespielt. Ne? Also für alle, die jetzt ganz neu dazugeschaltet haben, ne, weil ihr fragt, wo wir sind. Also, das ist das ITSF Masters in Steinbach bei Limburg. Und erzähl nochmal, wie funktioniert das jetzt mit dem Qualifizieren und dem Punkte-Erspielen? Also, wir spielen hier heute eine Vorrunde, das heißt eine Vorrunde im Schweizer System.
Dort werden 6 Runden gespielt und man spielt ausschließlich gegen Teams, die gleiche Anzahl an Spielen gewonnen hat, wie man halt selber gewonnen hat. Also immer gegen gleich starke Mannschaften. Deswegen in Runde 3 spielen ja auch schon deswegen gute Mannschaften gegeneinander. Die haben beide schon 2-mal gewonnen. Und das ist schon Runde 3. Ich habe Quatsch erzählt. Ich habe gerade Runde 2 gespielt. Die sind schon in der Runde 3. Ja, das ist schon die dritte Vorrunde, genau. Von 5, ne? Von 5. Und das geht heute zack, zack. Es sind 140 Leute, die spielen, habe ich schon mich informiert. Es gibt 70 Doppel. Ist schon ein bisschen was, ne? Also das wir haben es begrenzt. Also normalerweise hätte ich auch mit mehr Teilnehmern gerechnet, aber aufgrund von den Corona-Bestimmungen haben wir da jetzt erstmal darauf verzichtet, mehr Spieler zuzulassen, beziehungsweise das Ordnungsamt hat darauf verzichtet, dass hier mehr Leute teilnehmen. Ja, können wir eine Abstimmung nachher machen, Uli? Ja, wir können eine Abstimmung machen. Wir haben jetzt ein total fittes Moderatorenteam, was uns dabei unterstützen wird, hier den Chat zu belustigen. Ja. Und dann könnt ihr nachher abstimmen, ne, welche Spiele ihr im K.O. sehen wollt, welche Mannschaft eurer Meinung nach gewinnt. Indirekt und Hall. Ist noch ein drittes Mikro offen? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich 2 Mikrofone und die werden beide über einen einzelnen Mischer gemischt. Deswegen wundert mich das. Vielleicht hört man hier noch ein bisschen Musik über unsere Mikros. Wir sitzen zwar in der Box, aber nicht in der total abgeschirmten Box. Liegt am Tischmikro. Sagt die technikversierte Community. So, die spielen weiter. Schalt mal die Kamera an. So, es spielt weiter. Oh ja, Entschuldigung. Ja. Ich Multitasking, ne? Das ist, aber es steht auch schon 4-4, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Jawohl, 4-4. Kann einen Satz machen, der Stefan. Ich bin immer noch mit der Technik ein bisschen am Kämpfen. War eben schon besser, ja. Ja, eben war es besser. Ich habe den Tischton ein bisschen hochgedreht. Wir haben nämlich so ein Richtmikrofon an einer unserer Kameras, welches auf den Tisch zeigt. Aber scheinbar sorgt das dafür, dass da irgendwie ein bisschen hallt. Zumindest habt ihr eben nicht über Hallen berichtet. Naja, wir spielen uns noch ein bisschen ein. Ja. Erzähl nochmal kurz, wie oft spielst denn du auf dem Ulrich eigentlich? Ganz selten mittlerweile. Ganz selten. Fällt es dir schwer umzuschalten? Also so von einem Tisch auf den anderen? Oder muss man da erst wieder so ein bisschen sich so ein paar Minuten warm spielen und dran gewöhnen? Ja, es geht, ne? Also ich sag mal, als erfahrener Spieler hat man nicht so viele Sorgen mit. Das geht schon, da ist man schon Multitable erfahren. Und deswegen glaube ich, geht das schon ganz gut. Kann man schon ganz gut mit umgehen. Aber klar, wenn Leute noch nicht so, also ich spiele jetzt auch schon lange, ne? Ich bin jetzt knapp 10 Jahre. Mhm. Das ist natürlich schon ein anderer Erfahrungsschatz, den ich mitbringe, als, sag ich mal, Leute, die erst 2-3 Jahre auf hohem Niveau spielen. Weil die meisten Leute haben ja wahrscheinlich nur einen Tisch zu Hause, ne? Oder vielleicht auch im Verein nicht mehr als ein paar Tische von einem Hersteller, oder? Ja. Anderen? Oder ist es so, dass Vereine meistens mehrere Tische haben, also um für alles vorbereitet zu sein? Unser Verein hat mehrere Tische, zum Beispiel halt auch ein Ulrich, ein Leonard, ein Tornado. Also wir haben schon mehrere Tische bei uns im Vereinsheim. Mhm. Und klingt wie aus einer großen Halle. Es ist in der großen Halle. Ja, das ist in der großen Halle. Ja. Entschuldigt bitte. Tisch Nikolaiser, eben ging es doch schon mal, ne? Da ist doch auch so ein Windpüschelchen dran. Ja, eigentlich müsste das gut funktionieren. Boah, die Stangen biegen sich ganz schön, habe ich da gesehen. Ist das anders beim Ulrich-Tisch? Die Stangen, die sind ein bisschen beweglicher beim Ulrich, das glaube ich schon. Sondern mein Tischton ausmachen, das ist ein guter Tipp. Ich mache es mal aus und jetzt sagt mal, ob der Ton besser ist. Ja, jetzt spielt aber auch keiner. Ja gut, ich habe den Ton auch komplett aus jetzt, ne? Von daher ist jetzt der richtige Moment. Jetzt ist es top. Ja, das ist eher schlecht, dass das top ist, weil das bedeutet, dass unser Mikrofon nicht gut funktioniert und wir keinen Tischsound haben. Aber ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal den Ton von dem anderen mit rein. Test das mal. Besser ohne Tischmikro, aber hört ihr überhaupt noch was vom Tisch? Ich glaube, die hören dann gar nichts mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber erstmal switchen wir wieder auf den Tisch. Ja, ne? Ganz ohne Tischton ist ganz ohne Tischton doof, ne? Ein bisschen wäre gut. Schön. Genau. Deswegen, ich versuche jetzt mal was. Müssen wir so eine Mischung hinkriegen, ne? Oh, guck mal, da geht's aber auch schon weiter.
Da ist der Satz vorbei. Nach langem Kampf ist der erste Satz an Alex und Stefan. Ich kann übrigens euch ein neues Spielzeug zeigen. Ich hoffe, der Ton ist jetzt besser. Mache jetzt den Tischton an. Ich könnte mal gucken, ob der Tischton ganz in Ordnung ist. Das ist nämlich der Ton von einer weiteren Kamera. Ich könnte mal sagen, ob das passt oder nicht passt. Das könnte gut sein, weil das hinter dem Tuch liegt. Ja, ist top. Das ist doch super. Ja, sehr schön. Wenn der Sound ein bisschen lauter soll, sagt Bescheid. Oh, da oben haben wir wieder die Frage, ob alle 3G-Regeln eingehalten werden. Klar, natürlich. Wir haben auch wieder Spuckschutzwände an den Tischen, die hier in mühsamer Handarbeit selbst gebaut wurden. Deshalb dürfen die Spieler ohne Maske am Tisch stehen. Aber sobald die fertig gespielt haben, ist hier Maskenpflicht in der Halle. Ja, alle natürlich getestet, geimpft oder genesen, wie klar. Überall, ne? Das und ja, jeder, der getestet wird, wird täglich getestet, ne? Also ja. Praktisch dann in der nächsten Runde. So, dich ein bisschen lauter und Tisch etwas weniger. Und das ist gut. Tja, also irgendwie. Ja, siehst du, dann. Let's go. Tisch minus 2 dB, mich ein bisschen lauter. Und jetzt ist die Welt hoffentlich in Ordnung. Kein Hall mehr, so ist gut. Vor allem habe ich ein neues Spielzeug, da hatte ich jetzt doch gar keine Zeit zu, euch das zu zeigen. Das mache ich aber gleich. Aber dafür müssen die erstmal ein Tor schießen. Ja. Es hat eben schon so lange gedauert. Jetzt steht es eh auch schon die ganze Zeit 0-0. Ja, jetzt macht die schon mal bereit. Wie lange darf der den Ball da stillhalten, bevor er schießen muss? 15 Sekunden. Das ist ganz schön lange. Sekunden. Das ist ganz schön lange für doof rumstehen und nichts tun. Ja, also wenn man den Ball schnell in sein Setup bekommt, also sobald der Ball in seinem Bereich liegt, hat er praktisch 15 Sekunden Zeit. Hat jetzt hier einen Pass versucht, da hat der Stefan den aber einfach mal wegstibitzt. Und egal, wo der Ball liegt, habe ich 15 Sekunden Zeit, um den abzuspielen? Ja, außer im Mittelfeld, da hat man weniger Zeit. Oh, das war mal schnell. Und jetzt das neue Spielzeug, von dem ich berichtet habe. Ah. Schwupp. So. Na? Also wenn... Das ist also ich bitte euch, ne, wenn das jetzt irgendwie nicht... Ne, wenn das Juhu, jetzt irgendwie hier wir nicht, können jetzt auch Technikgott hier. Yay. Das war bevor du die Zeitlupe gezeigt hast sogar. Ja, gut. Jetzt bin ich gespannt, was die jetzt sagen. Also... Okay, hier werden schon Wünsche geäußert. Ja, der Ole Stöpel ist da, habe ich gesehen. Das ist ja auch so eine totale Legende, ne? Den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Der spielt halt länger Tischfußball, als ich auf der Welt bin, glaube ich, ne? Also, Oh. Ja, sehr geil, schreibt der einer. Ja, ich bin auch stolz auf die Replays. Danke an den Alex übrigens. Liebe Grüße, Alex. Der hat uns dabei unterstützt, die Replays hier einzubinden. Und haben die jetzt hier schön auf dem Stream Deck und können damit alles machen. Es ist total cool. Also können wir immer Highlights. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Auch wenn ich es übertreibe, gerne Bescheid sagen. Ja, wir haben seit dem letzten Mal sowieso eine 800-prozentige Vergrößerung dieses Teams bekommen. Ne? Ganz viele liebe Leute, die gesagt haben, cool, was ihr macht, wir wollen euch helfen, dass es noch besser wird. Ist richtig gut. Ich muss ja sagen, der Nils, der hat Beton angerührt. Ich glaube, der Stefan hat jetzt, ich glaube, von 15 Versuchen ein Tor geschossen. Ja, man darf es ihm auch nicht zu leicht machen, ne? Aber da kommt das Timeout. Erzähl nochmal was zum Tisch. Sag nochmal, was ist denn der Unterschied zu dem? Wie spielt er sich anders als der Leonhard, auf dem das letzte Turnier stattgefunden hat? Ich schaue mir nochmal echt gerne das Tor von Nils an. Das ist schon die zweite gute Aktion von ihm in dem Satz. Was ist anders an dem Tisch? Wir haben schon gelernt, die Griffe sind anders. Das sind Sechskantgriffe und nicht Sechskantgriffe, runde. Total, sind die dadurch total griffiger? Richtig. Also
Oder ist das egal, wenn man sowieso Band rumwickelt? Geschmackssache, ne? Es gibt ja Leute, die schwören auf kleine, runde Griffe. Es gibt Leute, die schwören auf große, dicke, lange, kantige, wie auch immer, ne? Also gibt es irgendwie alles Mögliche. Aber das ist auf jeden Fall so ein Markenzeichen von diesem Tisch, ne? Der ist ein bisschen griffiger, hat einen Ball, der ein bisschen leichter ist. Ja, das sind so die Merkmale. Leichter und weicher haben wir schon gelernt, ne? Der ist mehr so gummiartig, ne? Das ist so, ja. Der ist auf jeden Fall deutlich leichter zu klemmen. Dann gibt es gerade die Frage, ob es eine Twitch-Promo gibt. Ja, die gibt es heute Abend wieder und morgen Abend auch. Genau, dann sind wir wieder ab 20 Uhr auf der Startseite. So der Plan. Okay. Oli hat schon gekickert, als es noch keinen Kicker gab. Könnte sein. Vielleicht haben wir ja die Ehre und können ihn selber fragen. Im Bereich des Möglichen. Im Bereich des Möglichen. Den werden wir auf jeden Fall im Laufe des Tages hier mal auf Tisch 1 zeigen. Der Alex mit der Versuch der Bande. Haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Was ist eine Bande? Wie schießt man die? Was ist das überhaupt? Aber schon ein sehr zähes Spiel. Ne? Ich will nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Steht's wirklich noch 2-0? Ja, steht's. Da, guck mal, einer von unseren Mods ist total flink. Der hat schon hier die, das Gewinnspiel promoted in den Chat geschrieben. Boah, der war, den habe ich ja eigentlich drin gesehen. Er durfte mal wieder ein Tor schießen. Der gute Stefan. Schwupp. Hat auch gut Zeit gedauert, bis er wieder getroffen hat. Ja, das ist ein langes Spiel. Da sind die anderen mit der Vorrunde schon fertig. Der Stefan, hast du gesagt, ist einer von den Jüngeren, ne? Genau. Die heute hier mitspielen. Was ist denn so das Altersfeld heute von bis? Also wir hören hier, der Uli Stöpel ist so mit bei den... Wenn ich ganz dir, ehrlich so bin. Von Anfang an beim Kickern dabei waren? Also im Durchschnitt könnte ich es dir so sagen, aber so heute habe ich noch niemanden gesehen. Ich bin nur ab hier in die Streambox und irgendwie versucht, alles an den Start zu bekommen. Nochmal Kameras umgestellt, nochmal das oder solches gemacht. Ja, also deswegen. Ich habe noch nicht viel gesehen. Ich kann dir nicht sagen, wie heute so der Altersschnitt ist, wer so anwesend ist. Ich habe so ein paar Leute gesehen, so ein paar vereinzelte Menschen, aber viel mehr, vielleicht gleich. Aber wenn das Spiel hier wahrscheinlich vorbei ist, darf ich eh wieder spielen, gehe ich mal von aus. Aber Junioren und Senioren? Genau, Junioren. Dabei, vertreten? Junioren, heute spielen wir kein Junioren-Doppel und Junioren-Einzel. Also das ist mal ein Turnier ohne Junioren. Aber Senioren spielen wir. Das heißt 18 bis Open End, ne? So 18 man am Tisch bis, stehen kann. Genau, 18 bis Open End. Und da kommt die Frage, ist ein Benjamin Schrutt da? Ja, Benjamin Schrutt ist da. Wen habe ich denn sonst noch so gesehen? Yannick Correa, Dominik Pfingst, was sind hier sonst noch so die Highlights? Thomas Haas mit Marc Dost aus Holland. Dann natürlich unsere deutschen Meister, klar. Die Rönns, ne, aus Bonn. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ach ja. Die haben mich gerade schon gefeiert, wo ich mich umgezogen habe und mein DTFB-T-Shirt angezogen habe. Da war schon direkt, hey Julian, klasse, jetzt endlich im Einsatz. Und ja, die sind ja quasi Titelverteidiger, ne? Also... Ja, ganz die, lange die jetzt, für ein Meister. Jahr. Getestet oder geimpft, genau. 3G-Regel haben wir heute hier und Henk Habitz ist nicht da. Daniel Sorger ist da, aber ohne Ruben Heinrich. Ich weiß gar nicht, mit wem der Daniel spielt, das ist schon wieder vollkommen an mir vorbeigegangen. Ah, mit dem Hassan, glaube ich, mit dem Hassan Gensch. So. Ich glaube, der Alex will Tore schießen. So sieht es zumindest gerade aus. 3G-Regel auch für die... Oh, das Tor. Das dritte.
für Alex. Ja, 3G-Regel gilt auch auf dem World Series Turnier. Steht es hier 3-3. Ich glaube, es ist ganz schön laut. Ihr hört, glaube ich, viel vom Carsten hier, der die Ansagen macht, wer spielen darf. Die Ansage und Leitung, die hört ihr bestimmt volle Lautstärke, ne? Wow. Der Satz dreht sich jetzt gerade so ein bisschen. Der Stefan hat gerade das nächste Tor geschossen. Geben die jetzt schon so alles oder muss man sich die Kraft ein bisschen einteilen? Weil das Turnier geht ja meistens, also so 24 Stunden, naja, 12 Stunden ja, spielt man ja, ne? 24 ja, Stunden wäre krass, aber 12 Stunden. Aber so von früh bis Abend, ne? 12 Stunden brauchen wir schon für so ein Turnier, das ist schon so. Muss man sich da ein bisschen so die Kraft einteilen oder gibt klar, man einfach immer schon alles? Klar, das ist natürlich schon ein Thema, dass man sich irgendwie die Kraft einteilen muss. Und ja, deswegen, also die geben schon Gas, so ist es nicht. Aber so diesen letzten Moment, ja, schwierig. Aber jetzt der Nils mal hier mit dem... Guck mal, voller Körpereinsatz, der geht so richtig in die Knie. Ja, mal, das sieht ja richtig sportlich aus hier. Zack. So, der Alex, der grinst, der freut sich. Der hat nämlich einfach einen schönen gerade auskassiert. So, und jetzt tauschen die sogar defensiv. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Der Ton ist super. So, ja, cool. Das freut mich doch sehr. Die tauschen, das passiert. Passiert das oft im Doppel? Das kommt drauf an, ne? Wenn irgendwie es defensiv nicht so gut läuft, tauscht man es schon häufiger oder in dem Fall jetzt gerade offensiv. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Stefan den Matchball reinschießt, weil gerade der erste Versuch gegen den Nick. Aber kriegt noch einen Versuch, nachdem er verschossen hat, beziehungsweise der gute Nick den Ball gehalten hat. Den nächsten hält er auch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Ball zu Nils kommt. Ich würde ganz gerne noch sehen, wie... Oh, da verliert der Nick den Ball. Und jetzt tut er sich wieder schwer, der gute Stefan. Nächster Versuch, das Spiel zu beenden. Da kam eben die Frage, ob wir wieder eine Twitch-Promotion bekommen heute Abend. Ja, heute Abend ab 20 Uhr, so der Plan zumindest. Gehen wir davon aus, dass es auch klappen wird. Ja, und dann haben wir hier bestimmt wieder volles Haus. Schön wäre das, ne? Hat ja letztes Mal auch wirklich Spaß gemacht, ne? Also wir hatten am Sonntag, ich glaube, knapp 8.500 Zuschauer in der Spitze zum Finale. Das war schon viel. Das war schon viel. Das war sehr viel, ja. So viele Leute haben in Deutschland wahrscheinlich noch nie Tischfußball geguckt. Aber da siehst du, wie viel Spaß die haben, ne? Also. Finde ich jetzt auch gut, ne? Der Alex, der hätte jetzt auch sagen können, du, lieber Stefan, ne? Ich kann vorne auch schießen. Stück mal rück. Aber hat ihm da Vertrauen zugesprochen. Hat nur leider nichts gebracht. Aber ich finde es trotzdem sehr gut. Also versucht er, seinen Partner zu unterstützen. Ist auch klar, ne? Für das restliche Turnier braucht der Stefan halt Selbstvertrauen, wenn er neben so einem erfahrenen Spieler wie dem Alex spielt. Ja. Das ist manchmal nicht so leicht. Es ist ja auch nicht so, als würde der hinten nichts machen, ne? Der ist ja auch... Jetzt bin ich gespannt. Das, was ich eben eingefordert habe, ist, dass Nils noch einen Ball bekommt. Ja. So. Oha, es geht in die dritte Runde. Beziehungsweise in den dritten Satz. Da freut sich jemand. Zu Recht. Ja, zu Recht, ne? Das war kurz vor aus. Haben nämlich noch einen Satz geholt, die beiden. Und jetzt wird es nämlich spannend. Und jetzt spielen sie andersherum. Ist auch echt interessant. Ich habe noch was Tor für euch.
anderen Seite wird sich auch nochmal beraten. Stefan ist nicht zufrieden mit sich, oder? Klar, der verzweifelt halt gerade, ne? Der weiß halt auch genau, wenn der Alex mal kurz nach vorne geht, ne, dann schießt er halt wahrscheinlich eine bisschen bessere Quote. Aber so ist es, ne? Ich habe mich übrigens vor dem Turnier gefragt, der Stefan, soll ich mit dem Alex spielen? Der hat mich gefragt, ist denn eine Riesenchance? Ich sag so, ja, spiel mit ihm. Du wirst dir wahrscheinlich zwischendurch in die Hosen machen, weil der Druck so hoch ist. Und daraus wirst du lernen und das wird dir helfen für die Zukunft. Und ja, das passiert irgendwie gerade, glaube ich, ne? Also Druck ist schon hoch. Aber der entscheidende Satz kommt jetzt. Bin mal gespannt, ob sich das jetzt noch ändert. Auf der Fünferreihe spielt er, also im Mittelfeld spielt er schon eine solide Partie. Also das ist schon gut. Hat ja auch die ganze Zeit Bälle und nur im Sturm hat er gerade noch ein paar Probleme. Meinst du, die wechseln später auch mal durch? Meinst du, wir sehen den Alex nachher vorne im Sturm? Ich glaub's nicht. Wenn es in die K.O.-Runde geht? Ich glaub's nicht. Also nur wenn der Stefan irgendwie sagt, ich fühle mich gerade nicht wohl, bitte mach du, dann könnte das passieren. Ansonsten haben die sich, glaube ich, das klare Ziel gesteckt, dass die zusammen hier so antreten und ja, dass sie das die meiste Zeit auch so spielen und würde mich zumindest wundern, wenn sie komplett tauschen. Okay. Schauen wir mal. Wir können ja Wetten abschließen. Ich lass mich gerne Lügen strafen. Wette abschließen? Ja. Ja, es ist eine ganz schön gemeine Wette. Wir haben ja keinen Einsatz. Es sei denn, du hast irgendwo wieder Schokoriegel versteckt. Und, Nee. Ja, so wie letzte Mal, wo mir jeder meine KitKats weggemampft hat. Das hättest deinen Namen draufschreiben müssen. Ja. Ist halt so, ne? Was rumliegt, ist das wie bei dem Fallobst. Es gehört allen. Es gehört einfach allen. Das ist Mundraub und das ist nicht strafbar, oder? Ist das nicht bei Schokoriegeln auch so? Wie viele Vorrunden? Und wann ist das K.O. circa geplant? Das stand irgendwo im Zeitplan. Es gibt 5 Vorrunden, ne? Wir sind in der dritten. Wir sind in der dritten Vorrunde und es sind, glaube ich, 6 geplant insgesamt, 6 Vorrunden. 6? Oh. Ich glaube 6, okay. Genau. Wir haben auf der Deutschen Meisterschaft haben wir 5 noch im Einzel gespielt am Sonntag, aber ich denke, heute bei den Anzahl der Tischen, da schaffen wir schon mehrere Vorrunden. Und eigentlich war die K.O.-Runde geplant ab 18 Uhr, glaube ich, ne? Spätestens. Ab 18 Uhr? Okay. Spätestens. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es früher losgeht, aber... Es ist auch schon 10 nach 2. Die Zeit hier drin, das ist so ein... Ja, ohne Zeit und Raum hier drin. Ja, man, ich sehe es immer, wenn ich hier unten rechts immer schaue, da steht die Uhrzeit. Wahnsinn. Aber ansonsten hier im Kabuff. Wir haben ein Oberlicht. Wir haben Oberlicht. Also es hagelt zumindest nicht, das würden wir hören. Ja, das würden wir mitkriegen. Vor allem würden wir es mitkriegen, weil das Internet dann nicht mehr laufen würde. Also wir haben so einen Vodafone Cube und der steht auf dem Dach. Das darfst du doch nicht sagen, nicht, dass jetzt jemand kommt und den Cube klaut. Ja, ich glaube, wir kriegen es schnell mit. Ich glaube, wir kriegen es schnell mit, wenn wirklich irgendjemand sich da bedient. Wenn es schwarz wird, genau hier, dann... Ja, man muss schon ganz schön improvisieren, ne? In diesen Sportstätten, da ist mit technischer Ausstattung nicht immer so alles gegeben. Ja, ich bin gespannt. Die beiden haben wieder zurückgetauscht auf Seite links. Ja, Nils ist ein bisschen an der Hand verletzt, sagte er. Ah. Mittelhandknochen irgendwie und. Abgeschürft oder was hat er? Nee, einfach Schmerzen in der Hand. Hat sich schon versucht zu tapen, hat aber nicht so richtig funktioniert. Meint, er wird wahrscheinlich lieber hinten spielen, um die Hand ein bisschen zu schonen. So richtige Sportverletzungen, gibt es die im Tischfußball? Ja. Es gibt schon, also es gibt manche, die halt Probleme irgendwie mit dem Ellenbogen haben oder mit der Schulter oder mit dem Handgelenk. Das kann schon passieren, je nachdem auch, was man für eine Technik hat und also was man für eine Schusstechnik selber benutzt. Mhm. Das kann schon passieren. Auch, dass Muskulatur irgendwann zumacht, ne? Also das ist halt schon unangenehm, wenn man so 12 Stunden spielt und dann
auch mal anfängt mit Kraft zu spielen. Das ist nicht so einfach. Ja. Manchmal ist es unangenehm. Ja, irgendwie dieses Spiel, ne? Die geben schon alles, aber jetzt steht schon wieder 3-0. Also nachdem Nils und Nick sich da gerade so rangekämpft haben und den Satz noch erobert haben, hat der Stefan jetzt gerade die Chance. Ja, hier, ich sehe es gerade, Discord. Wir haben jetzt einen Discord, also für alle Discord-Interessierten, joint gerne. Unser Chatbot hat gerade den Link hier reingepostet, also kommt gerne dazu. Da könnt ihr diskutieren, da könnt ihr kommunizieren, da könnt ihr auch quatschen und sonstige Sachen machen. Könnt ihr gerne in Discord gehen. Die Frage, ob der Felix da ist. Nee, Felix ist heute nicht da. Mein Kenntnisstand ist, er ist noch im Urlaub. Unser deutscher Meister. Es sind ja Sommerferien. Vielleicht muss er auch ein bisschen Gewicht heben. Nee, ich habe den im Urlaub gesehen. Bin mir ganz sicher. Ja, der war in Wien, weil der hat letztes Wochenende gab es ein Turnier in Wien. Es kann natürlich sein, dass er schon wieder zu Hause ist, ne? Aber ist heute auf jeden Fall nicht dabei. Letzte Woche war er auf jeden Fall noch. Aber in Wien. Einige andere deutsche Meister, ne? Die Rönnbrüder sind da. Die Rönnbrüder sind da, die haben jetzt natürlich Bock, ne? Also, das ist klar, ne? Also, klar. Ne? Hast gerade die Titel in der Tasche, ne? Direkt das nächste Turnier und direkt zeigen. Den gab es nicht umsonst. Das stimmt. Der Benny Struth und die Jessie haben auch, die sind die deutschen Meister im Mix geworden. Sind beide da, spielen aber natürlich heute nicht, oder? Spielen die nicht zusammen, genau. Der Benjamin spielt mit Marc Stoffel und die Jessie spielt mit der Nationalmannschaftskollegin, mit der Susi Hollocher. Letztes Mal das Finale so ganz, ganz knapp verloren haben, wo es hoch und runter und auf und ab ging und Die sind jetzt, glaube ich, ein festes Doppel, würde ich fast tippen. Also ich sehe die häufiger, glaube ich. Ja, ist gut, ne? Wenn man sich mit einer Person so einspielt und auch irgendwie persönlich dann das passt. Klar, ist halt dann schon Mannschaftssport, ne? Man muss da, oh, ei, ei, ei. Ja, der Alex schießt jetzt hier ein Tor von hinten, eine Bande, gibt's direkt das Timeout. Ja, die so, sehen nicht mehr so locker aus, ne? Wie zwischendurch noch. So, da geht es nämlich auch schon weiter. Da kriegen wir gerade eine Meldung, der Discord-Link ist abgelaufen. Ja, liebe Freunde aus dem Moderatorenteam, ihr habt einen Job. Do it. Genau, wir können ja nicht alles machen. Wir können ja nicht hier sitzen und gut aussehen und auch noch arbeiten. Also ich kriege das auf jeden Fall nicht hin. Also ich habe da Schwierigkeiten. Ach, guck mal. Du bist echt ein Multitasker. Mr. Multitasking. Unglaublich. Aber guck mal, ich habe das Tor vergessen zu stellen. Ja, doch nicht ganz, ne, Multitasking. Doch nicht ganz Multitasking. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne? Aber jetzt wird es nochmal spannend hier. Also bin Hallo, wieder jemand neu dazugekommen. Schön, dass ihr da seid. Ach, guck mal, jetzt gibst du an mit deiner neuen GoPro. Dann mach uns doch mal raus, wir sehen ja den Tisch gar nicht. Ja, wir können uns natürlich auch wegschalten, klar, ne? Man muss dann uns, seht man ihr mal muss den Tisch von oben, schaut mal, wir haben so viele Kameras. Wir müssen ja sehen, dass wir das Geld ordentlich für Equipment ausgegeben haben, ne? Ja. Da ist das Spiel vorbei. Da freuen sie sich zu Recht. Sehr gut. Ja, du hattest es von Anfang an gesagt, ne? Meine These war, dass die beiden gute Chancen haben.